Hätte ich einen Spieler mehr, wäre es einfacher. Ja. Das auf jeden Fall. Ich hatte ja mal einen Praktikanten, aber der kann nicht mehr. Und der hat nur Scheiße gebaut. Ne, das kannst du jetzt auch nicht sagen. Nur Scheiße Na, nicht. also während er in 5 Stunden das Feld 6 bearbeitet hat, ist er 300 Mal in Gram gefahren. Ja, gut. Aber Feld 6 ist dann irgendwann auch mal fertig geworden. Tanken war jetzt auch nicht so unbedingt seine Stärke. Ne, erst ab 15 Liter. Ja, aber auch nur mit Fragen vorher, ob er dann mal irgendwann langsam tanken soll. Wer möchte denn morgen 9 Stunden Erste Hilfe für mich machen, Alter? Ich auf gar keinen Fall. Ich habe das schon so oft hinter mir. Ja, dann ist es doch ein einfaches für dich. Dann kannst du es doch machen. Deswegen musst du dich da trotzdem hinsetzen und den Mist anhören. Schlafen darfst du ja Ja, nicht. das ist so. Habe ich auch schon gemacht. Ne, ich habe glaube ich beim allerersten Hilfekurs, wo ich mal war, da ist einer eingepennt, der hat seine Bescheinigung am Ende des Tages nicht bekommen. Boah, hat Pech. Du spielst immer gut und realistisch und lässt keine Lücken, wie ich aktuell. Ich lasse auch keine Lücken, außer hier rechts so ein kleines bisschen. Muss auch sagen, also ich war. Mittlerweile habe ich es mir abgewöhnt. Vorher war ich auch so echt so drauf, dass ich alles, das komplette Feld, was zu sehen, zu grubbern war oder alles, was zu bearbeiten war, musste auch bearbeitet werden. Und sei es noch so ein kleiner Fitzel. Mittlerweile habe ich gelernt, es ist den Aufwand nicht wert, da auf jeden Millimeter so zu achten, weil verschwendest so viel Zeit, in der du was anderes machen könntest und das, was es hinterher bringt, ist geringfügig. Du brauchst 9 Stunden für LKW, eigentlich brauchst du doch 8 Doppelstunden. Also 8, 2x 8 Stunden für einen LKW. Ich wollte gerade sagen, insgesamt Dann bist du mit 16. 9 Stunden aber gut dabei. Oder er meint nur für morgen. Ja, es kann auch sein, dass er wahrscheinlich jetzt schon einmal einen Tag hatte. Aber im Normalfall hast du das ja. Gut, ich weiß ja nicht, wo du das jetzt machst, aber normalerweise hast du das ja immer gleich hintereinander. An 2 Alle Tagen. 2 Tage. Ja. Ich habe es bei meinem ersten Führerschein gemacht, damals für den Roller. Dann habe ich es im freiwilligen sozialen Jahr gemacht, bei der Bundeswehr, für einen Autoführerschein, für einen LKW-Führerschein. Ja, ich glaube, irgendwo hatte ich es nochmal gemacht, für irgendwas. Ich weiß nicht, wie. Eigentlich bin ich schon fast ausgebildeter Rettungssanitäter, wenn man es jetzt mal von der Zeit her nimmt. Jetzt zugemacht? 9 Stunden, 45 Minuten sind es nur. Ach so, okay. Da hat er Glück. Ja. Wie lange bist du jetzt schon bei deinem Führerschein dabei und wie lange soll das noch gehen? Ich gehe von aus, das ist wahrscheinlich eine Maßnahme, ne? Machst Bus und LKW? Auch gut, dann ist es wahrscheinlich keine Maßnahme, weil das würden die so nicht bezahlen. Nein. Das weiß ich. Chris, ja, wenn ich mal wieder eine Pause mache, sonst müsste ich jetzt wieder hier Pause machen und so weiter und so fort. Fängst ganz neu an, 4 bis 6 Monate. Ja, bei beiden Führerscheinen brauchst du so lange. Das ist richtig. Nur LKW dauert ja im Schnitt 3 Monate. Das jeden Tag 8 Stunden, ne? Was? Also 5 mal 8 Stunden in der Woche, bist du 3 Monate beschäftigt. Circa. Kann mal schneller gehen, mal langsamer. Ja, ich weiß. Und die 15.000 sind noch günstig. Das ist schon ein gutes Angebot. Ich hatte bei der Fahrschule, wo ich das gemacht habe, da hat der LKW-Lappen schon 10, nee, 9.000 gekostet und der Bus hätte, glaube ich, 13 gekostet. Wie lange willst du noch machen? Wie spät haben wir es denn? Ich wollte ja, hab ja gesagt, so bis 9 Uhr ungefähr, ne? Na, so lange halte ich nicht aus. Nicht? Nee.
Ist jetzt noch eine Stunde in etwa. Ich weiß. Hi Alex. Ja, dann müssen wir mal gucken. Du zahlst es ja nicht selber. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das zahlt heutzutage keiner mehr selber. Ich würde jetzt auf jeden Fall mein Feld hier noch fertig machen wollen. Das wäre jetzt Minimum. Alles klar bei dir, Alex. Hä? Danke dir, Alex. Freut mich. Was ist denn jetzt kaputt? Keine Ahnung. Ich komme nicht mehr in meinen Traktor rein. Ich kann auch in kein anderes Fahrzeug mehr wechseln. Was ist das denn jetzt? Keine Ahnung. Oh, nö, ne? Mit was fangen die an? Wann wir wieder Leute suchen, kann man jetzt. Also es ist erstmal auch nicht geplant, dass wir Leute suchen. Könnte lange dauern. Vielleicht auch in irgendeinem neuen Projekt dann mal. Was soll denn der Mist jetzt? Was denn? Ich komme in kein Fahrzeug mehr rein. Er sagt, wenn ich einsteigen will, sagt er, das Feld gehört mir nicht. Ich habe das Gefühl. Ja, ich meine, ich stehe aber noch draußen. Das Feld gehört mir nicht. Ja, wenn ich einsteigen will, sagt er das. Tapp mal durch. Nicht mal das kann ich. Geht nicht. Ich glaube, ich muss mal neu starten. Ja, dann kriegt ihr mal eben hier so einen kurzen Pausescreen, während ich mal neu starte. Was ist denn das Wetter? Halbwegs sonnig. Hier, bisschen Strand zur Abkühlung. Zur Abkühlung. Bei uns sind es 15 Grad. Grad. Alter, wir hatten heute wieder fast 30 hier. Jetzt hab ich dich nicht verstanden. Weiß ich. Sag, wir hatten fast 30 hier. Ne, 20 war das höchste. Aber was ich nicht verstehe, warum bei dir Feld gehört nicht dir steht. Achso, warte mal, die schreiben auch gerade Fahrzeug, nicht Feld. Ach! Du hast mich umbenannt, deswegen konnte ich nicht einsteigen. Der Hof wurde um. Warte mal. Ja, ich hab dann keine. Aber komisch, dass er mich nicht rausgeschmissen hat. Ich saß die ganze Zeit drin. Na, warte mal. Du musst mir jetzt wahrscheinlich gleich mal alle Fahrzeuge zuschreiben. Oder beziehungsweise ich selber. Ich komme nicht aufs Zahnrad drauf. Geil. Ich komme auf jeden Fall jetzt gleich rein. Da ist die Synchro schon. Ja, ich merke schon. So, dann könnt ihr auch schon wieder zurückkommen hier. Ach, jetzt komme ich drauf. Nachbar, ja, du musst immer dein LU umschreiben. Ja, super. Dein Nachbar musste nothäckseln. Minus 80% Ertrag. Alter, das ist heftig. Ja, durch die Hitze. Ja. So. Ich wechsle ja nicht. Dann fangen wir mal an LU. Was ist ein Highloft? Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, was das ist. Das kann ruhig dem LU gehören, das weiß ich nicht, was es ist. Duraplast? Habe ich auch noch nicht gekauft. Das gehört auch dir. Wie mir? Ich habe kein Duraplast. Ich habe auch nur eins. Wir haben auch nur eins hier drin. Und das hast du mir zugeschrieben gehabt. Ich hab doch gar nichts zugeschrieben. Dann spinnt das Spiel schon. Ich hab's auf mich zugeschrieben gehabt. Damals. Guckst du kurz? 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 Kurz?
Achso, hätte ich jetzt eben machen können. Ne? Ja, ich guck gleich mal rein. So, kleine Lagerhalle gehört mir. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwas wegen mir ist. LU, das gehört mir. Joes Gemüsehof. Schön. Multidisplay. Fahrzeughalle. Ja, das muss ich mir alles umschreiben. Also das kann jetzt ja einen Moment dauern, bis ich hier durch bin. Noch ein Multi-Display? Nee, das gehört mir nicht. Ich glaube, hier ist jetzt einiges durcheinander gekommen, Alter. Also Multi-Display habe ich nicht. Ach. Nee, eins gehört Anton. Hub-Display gehört dir, genau. Also das nehme ich mir Genau, noch. das war meins. Ich arbeite mal am besten hier unten. Multilager V3 gehört mir. Grasquaderballen gehört mir. Hast jetzt ein bisschen was zu tun, ne? Ja. Ach, ich rauche jetzt erstmal einen, ne? Ja, Multi-Display 1 gehört mir schon. Dann gehört das jetzt Anton. Finde es ein bisschen scheiße, dass manche Gebäude einfach nicht Ich begrüße drauf dich, stehen bleiben. Jessie-Line. Hallo. Also sagen wir, das wäre dann einfacher, wenn wir alle ein Lager haben, weißt du, für Rundballen. Wenn wir das wirklich so machen. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, ansonsten machen wir es einfach dann alles das, was sich jedes Mal wieder resettet, dann bleibt es einfach weg, dann trägt halt keiner die Kosten dafür. Ist ja auch nicht so wild. Ich glaube, Ja, das kostet eh nicht wirklich viel. wenn es auf jeder steht, bezahlt jeder dafür. Dann wird Ja? von jedem ein Teil abgebucht. Okay. Deswegen kann man sich auch Maschinen, sage ich jetzt mal, zusammenkaufen. Große Maschinen zum Beispiel. Und die auf jeder setzen, darf Ja. jeder benutzen. Und die Kosten werden dann bei uns in dem Fall auch durch drei geteilt. Okay. Oh Gott, Alter, gerade bei den Fahrzeugen habe ich jetzt richtig was zu tun, ey. Karat ist meiner, ja, richtig. Gehst von oben her runter. Nee, ich gehe von unten nach oben. Ist eh egal, er geht ja leider immer wieder nach oben zurück. Hier ist LU raus. Das ist auch ein bisschen nervig, dass es immer hoch geht Ja, wieder. leider. Leider ja. Aber naja. Ich hab's ja gleich geschafft. Jetzt mache ich erstmal die hier oben weg. Weil hier oben sind die meisten von mir. Oh, das wäre jetzt fast Anton geworden. Anton? Was ist mit Anton? Ja, ich hätte das jetzt dem fast Anton zugeschrieben. Ach so. Ja, hier LU. Leguan Quattro 30? Leguan Quattro? Keine Ahnung, was das ist. Aber es gehörte dem LU, also gehört es jetzt mir. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie so eine Genossenschaft damals im Osten, die einfach sich alles nimmt, was den anderen gehörte. Hey, sie stehen Sachen auf meinem Namen, ne? Das ist, ich weiß gar nicht, was das ist. Das weiß ich auch nicht, das habe ich mir noch nie angeguckt auf euren Namen. Man weiß ja nie, wer einem hier was mal untergeschoben hat. Hier Großraumschaufel gehört mit Sicherheit auch mir. Ja, habe ich auch eine. Hast du auch eine, ne? Ja, ich habe auch eine. Ich glaube, er Ich glaube müsste. an, ich glaub Anton sogar auch. Wir müssen uns wahrscheinlich einmal hinsetzen und nochmal alles irgendwann nochmal kontrollieren, ob das auch wirklich so richtig ist. Also ich habe meine Sachen immer gleich zugeschrieben. Ich eigentlich nämlich auch.
Was? Nennen ihn Joes Genossenschaft. Achso. Was? Wird... Umschreiben, wieder auf. Nein, 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 hör auf, hör auf. Ja, Dann warte. schreibst du mir alles zu, Alter, wenn du mich jetzt nochmal Nee. umbenennst. Dann höre ich nämlich, sonst höre ich auf zu spielen. Das mache ich jetzt nicht Wer nochmal. auch immer das mit Joes Genossenschaft gesagt hat, das, die Idee finde ich gut. Ich lasse aber erst alles reinschreiben. Das war der Hamster. Hamster, du hast dich disqualifiziert für den Moderator. So, Alter, hört das hier auch mal auf? Ich hab doch Bei schon mir sind einen auch schon einige Anhalter. Moderatoren rausgeflogen. Letztens. Ich nehme jetzt einfach alles, was hier steht, ist mir völlig bewusst. Ich zahle das. Wenn ich hier hinterher der Ärmste bin, dann sage ich, ja, ich habe doch für euch alle mitbezahlt. So. Ich gebe dir. Nee. Du schreibst nur deine Dinge rein. Ja, aber alles, was LU gehörte, übernehme ich jetzt. Und wenn ich das nicht mal habe, nehme ich es halt trotzdem. Dann gehe ich zu Hessen, falls ich ihn finde, schreibt er. Du brauchst eigentlich nur bei ihm reingucken. Einer von den beiden Links, die da eben gepostet wurden, ist der vom Hessen. Ich Ich wollte weiß nicht, fragen, warum weil. die Namen da nicht beistehen. Da oben macht er das bei mir. All meine Links sind bezeichnet, nur bei Markus und bei dir nicht. Grüß dich, Anton. Was soll los sein, Anton? Außer dass ich Schmerzen habe. Ach, leck mich. Nee, danke. Mann. Oh Mann, war's das jetzt? Ja, sieht Was? so Ja, aus. was ist los, Anton? So. Alles umgebaut. Jetzt kann ich auch wieder einsteigen. Ach so, der Channel ist voll. Channel? Ja. Danke, Hamster, für dein Abo. So, jetzt muss ich. Seit wann bin ich denn eigentlich so langsam unterwegs? So. Ich Andern, muss ich auch stell's dann wieder. um. Zack, zack, zack. Zack, so. Jetzt will ich mal den Helfer ausprobieren, mal gucken, ob der auch so arbeitet. Field Detection failed. Macht denn jetzt? Halloween Hamster ist gerade Discord gejoint. Das hat er gemacht. Was stand denn jetzt bei dir? Stand da Halloween Hamster oder auch Halloween Night? Night. Ist das immer noch nicht umgeändert worden? Aber ich habe ja mitgekriegt, dass er sich erst umbenannt hat. Deswegen wusste ich, dass er es ist. Wenn Anton jetzt da ist, ne? Anton, geht der Helfer auch, wenn ich hier nicht vorher ein Vorgewende mache? Müsste eigentlich gehen. Hat meiner ja auch gemacht, wo ich ihn zum Ernten eingesetzt hatte. Echt? Ja. Oh ja, er berechnet auf jeden Fall, scheint zu gehen. Ich lasse ihn mal fahren, mal gucken, was er macht. Einfach mal machen lassen. Er fährt auf jeden Fall direkt erstmal im Kreis. Okay. Ja, sicher. Hamster, das. Warum sollst du da auch nicht stehen? Wenn du hast ja eben abonniert, dann stehst du da auch. Was macht denn der jetzt? Ist der bescheuert? Weiß ich nicht. Ach, jetzt winkt er wieder. Was?
Alter, was treibt der da? Aber scheint richtig zu sein. Ach, er macht irgendwas. Feld wird schon fertig. Ja, kann ich jetzt gleich mal gucken, wie der Sojapreis ist. Könnte ich noch ein bisschen Soja verkloppen. Ich werde ja noch mal was ernten. Ach so. Bei dir stande noch King und nicht Hamster. Was wollte ich denn jetzt machen? Anton, ich kann in den Kanal nicht rein. Ja, habe ich doch nicht. Ich muss tatsächlich dann umändern. In welchen Kanal? Ach so, ach. Er wird ja gerne mitsprechen wollen, also. Ja, ich kann nur jetzt nicht. Warum kann er aber nicht rein? Was hast du denn da geändert? Dass nicht jeder reinkommen kann. Weil mich das angekotzt hat, dass Flo immer wieder mitreden konnte. Okay. Weil ich den in meinem Stream nicht mehr haben will. Das verstehe ich auch voll und ganz. Sondern stelle ich immer die Zahl, die an dem Tag mitzocken, ach die so dabei sind, ein und dann kann auch kein anderer mehr mit reinkommen. So. Brauchst du einfach nur die komplette Berechtigung umstellen auf die Leute, die rein dürfen? Das sind doch nur vier Leute. Tim ist Admin. Tim kommt dann rein. Weißt du? Wer ist Tim? Ach so, der Bruder. Ja, sicher MB-Trag. Bei mir bleibt es beim MB-Trag. Hi, unbekannter Benutzer. Ja. Ein unbekannter Benutzer steht da. Okay, auch gut. So, ich mir jetzt noch eine Wiese, während der da einsät. Alter, nee, wir machen erst die Lage. Oh, Alter. Der hat mir richtigen Schrott verkauft. Der rostet nicht nur, da springen mir auch gleich die Kolben entgegen. Okay. Der hört sich echt übel an. Wie heißt du denn, unbekannter Nutzer? Hast du auch einen Namen? Unbekannter Nutzer. Wow. Anton versteht das auch mit Flo, ja. Zu Recht. Aber du könntest doch selbst Tim ausschließen aus dem Raum. Nein, geht nicht. Geht das nicht. Doch. Nein. Admin hat unbegrenzt Zugang. Ja, warum gibt es ihnen denn auch Adminrechte? Das ist ja genauso, wie ich bei Markus war. Jetzt stell dir mal vor, Flo kriegt den in den Griff und der löscht dir den ganzen Discord. Kann er nicht. Ich hab Backup. Okay. Also kann er schon, aber du hast halt ein Backup. Kann er schon. Ja, ich hab. Warum willst du den nicht sagen? Da könnte ich dich auch mit einem Namen ansprechen. Unbekannter. Ja, das Mähwerk ist größer als der Traktor selber, ne? Krass. Weil damit ich mich mit Namen ansprechen kann. Du hast ein eigenes Lied, Katten-Ai-Jo oder so. Ja, von, nee, wie hießen sie? Rednecks, ne? Ja, ich glaube. Moin Hessen Gaming. Also meine Hand bringt mich um, ich würde es echt. Aber das Lied gab schon, bevor ich mich so genannt habe.
Ja, Hamster, da hast du recht. Also dafür, dass das Mähwerk fast dreimal so groß wie der Traktor selber ist, ruppt der das aber gut voran hier, ne? Nicht so gut. Ach, nur die Dinge fallen da. Naja, es geht so. Und bei dir? Aber laut ist er auch. Mehr. Der Traktorus. Ich glaube, da muss ich jetzt schon einen Ölwechsel machen bei dem Eulengebrauchding, was er mir verkauft hat. Jedes Mal so ein Millimeter zu weit rechts, sagt er mal gleich, das Feld gehört dir nicht. Und hört auf zu mähen. Okay, dann bist du Unbekannter bei mir. Dann nenne ich dich Unbekannter. Oh, halt, wir müssen noch hier rein. Komisch, eben ist er auch noch angefahren. Jetzt stellt er sich ein bisschen an. Ach, Quatsch. Okay. Sagt mir trotzdem nichts, Unbekannter. Janni, man kann es sehen, wie man will, ja. Sagen wir es mal so. Vielleicht ist der Unbekannte auch der, über den wir gerade gesprochen haben. Ist doch meistens so, wenn man vom Teufel spricht, ne? So. Du wurdest von ihm empfohlen. Oder ich wurde dir empfohlen von ihm. Hallo? Wer wird hier von wem empfohlen? Der Unbekannte, also ich wurde vom Chris von einem Unbekannten empfohlen. Ah ja. Warum hat er jetzt nicht alle vier aufgesammelt? Da gehen noch vier Stück drauf. Oh, im Ernst jetzt. Ja, klar kenne ich Chris. Wenn ich schon mal hier bin? Chris könnte auch mitreden, wenn er das will. Aber er hat sich umgestellt. Stumm gestellt? Ja, schon länger. Okay. Ferkel, ich habe keine Ferkel mehr. Warum hast du jetzt abgeladen? Ich habe nicht abgeladen. Oh, hier sind 34 Ferkel drin. Die meine ich jetzt auch gar nicht. Nein, warum soll ich im Sauer sein? Ballgabel war auch mal besser hier. Mal sehr viel besser. Hätte ich das gewusst, hätte ich die nicht mehr geholt. Der fängt schon wieder an, hier blöde rumzugucken, Alter. Was soll denn das? Ah, ich habe das Spiel auch neu gestartet. Deswegen. Ich wollte gerade sagen. Ja.
ich wollte gerade sagen. So, Ferkelchen, alle rein hier. Lego Mio hier. Und alle abladen. So, da haben wir noch ein paar, die können wir auch noch holen. Habe ich wahrscheinlich nicht mitgekriegt, dass er im Chat geschrieben hat. Das bei Dings habe ich auch nicht mitgekriegt. Bei mir? Ja. Ja, wie auch. Mal gucken, ob ich auch wieder so ein Dreiviertelschwein hier habe. 14,180. Okay, nehmen wir mit. Kann ich wahrscheinlich eh gleich wieder zurückfahren. Ey, du hast echt komische Schweine bei dir, weißt du das? Das wird dir mit deinen Kälbern wahrscheinlich genauso passieren. Beziehungsweise mit deinen Rindern, wenn du die wegfahren willst. Dass sie noch nicht. Erstmal muss ich Rinder produzieren können. Ach, du hast immer noch keine Silage reingekriegt, ne? Nö. Oh, aber Anhänger ist leer. So, 34 Ferkel habe ich hier drin. Und dann lade ich die Schweine, die ich hier habe. Die Schweine hätte ich gerne. Das sind aber 4 Stück, ich brauche nur 2. 1, 2. Ich habe keine Ahnung. Habe ich nicht mitgekriegt. Deswegen wäre ich bestimmt nicht sauer auf ihn. So, 2 Schweine hier wieder zum Nachfüllen. Ich habe aber 8, was? Zum Kotzen hier. Jetzt habe ich noch 0,0833 Schweine auf dem Anhänger. Ich habe ein Tier abgeladen. Ey, das ist bescheuert, Alter. Ich kriege hier nie 10 Schweine rein. Immer nur 9. Freut mich für dich. Die Probleme hätte ich auch gern. Was, dieses Schweineproblem? Ja, das hätte ich lieber als wie das mit meinem Arm. Ach so. Mein ganzer Arm wird immer wieder taub. Schön, macht richtig Aua vor allem. Das ist es ja. Wir nehmen dann auf jeden Fall wieder die andere Ballengabel. Welche hast du denn jetzt? Die werden wir uns mal gucken, was hier an Liter reingehen. Vielleicht behalten wir uns die mal. Die Zange. Ach so, na ja, die ist doof. Also nicht jetzt für Silageballen, sondern hier für eine andere Zange. Eine andere Zange? Ja. Sagt mir jetzt nichts. CSZ. Okay. Aber ich kann gar nicht mehr sehen nach vorne. Also eine Gabel mit Zange, weißt du? Gabelzange. Ja, immer. Okay. 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 Gut. Gut, 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 gut. Du schaffst es jetzt noch knapp 26 Minuten? Ich probier's. Oh, 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 oh. Ey, das ist Hamster, das ist das erste, dem es aufgefallen ist. Was denn? Muss ich nachher mal ändern. Was ist ihm aufgefallen? Hab mich vertippt.
Okay. Ist mir aber selbst noch nicht aufgefallen. Ich muss mich mal eben ganz schnell stumm machen. Ich muss mal ganz dringend telefonieren. So, da bin ich wieder. Alles klar, Hamster. Hörst du mich, Hesse? 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 Ja. Ah, jetzt hörst du mich wieder. Mhm. Das war mal eben ein ganz wichtiges Gespräch. Ganz wichtig? Ja. Deine Nachbarin hat angerufen. Nee, nicht die Nachbarin, aber der Nachbar. Weil bei uns heute die Straße so zugeparkt war, ich habe keinen Parkplatz mehr gehabt. Deswegen habe ich mich bei ihm vor die Garage gestellt. Ach so. Ja. Und da muss ich noch wegfahren, sonst ist da morgen früh Randale. Hat er recht, würde ich auch so machen. Ja, er hat ja. Ich hätte nur noch 30 cm weiter vorfahren müssen, dann würde das Tor aufgehen, dann könnte die Frau mit dem Fahrrad raus morgen früh. Und dann stehe ich so weit auf dem Bordstein, dass da keiner mehr langlaufen kann. Das ist eigentlich das Hauptproblem in der ganzen Sache. Oh. Aber jetzt ist mittlerweile hier auch alles wieder frei. Das heißt, ich muss nachher nochmal umparken. Okay. Und gut, dass er mich angerufen hat, weil ich hätte es voll vergessen und dann hätte ich halt morgen früh Ärger gekriegt. Beziehungsweise hätte ich dann wahrscheinlich morgen früh um 4 aufstehen müssen, um mein Auto da wegzufahren. Ja, gut. Was muss, das muss, ne? Ah, okay. Hi, Chris. Hey. Ach, da ist er wieder. Cool. Wir zwei müssen da mal reden. Er spricht. Okay, Chris? Ja? Wir zwei müssen dann nochmal kurz reden. Mhm. So, da sind zwei Silageballen liegen hier. Bei dir auf dem Hof oder wo? Ja, ich war heute Abend. War arbeiten. Heißt Gaming. Ja, hier oben bei meinem Ballenlager. Jetzt wollte ich mir die abholen kommen. Ich habe jetzt die auch bei dir geholt. Du wolltest sie ja auch haben. Ja, du willst sie ja wieder haben. Ja. Also sagen wir mal so, ich komm vorbei und ich hole sie mir ab, aber normalerweise bringt man geliehene Sachen zurück, ne? Das sind ja nicht die gleichen. Das sind ja neue. Ist bei Geldscheinen auch so, ne? Du kriegst ja auch nie denselben wieder. Bist du dir das sicher?
Ja. Kannst du das beweisen, dass nicht irgendwann mal einer dabei war, den du schon mal in der Hand hattest? Dann müsste ich mir ja alle Nummern aufschreiben. Wer macht denn sowas? Ich find's aber geil bei dem kleinen Droid, wie der beim Bremsen immer schön zischt, ne? Oh, 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 Mist. Aber warum hast du jetzt gefragt, wegen, ob ich arbeiten war? Ja, nee. Du schon auf dem Weg hierher? Nee, ich warte. Ach so. Ich muss die Wiese jetzt auf jeden Fall noch irgendwie leer kriegen. Damit ich sie düngen kann und dann komme ich hochgefahren noch. Okay. Und ich denke, dann sollte das fertig sein hier. Dann können wir Feierabend machen, meinetwegen. Dann ist wahrscheinlich auf 9. Einfach so, fragt der Jani. Okay. Ich muss echt sagen, dafür, dass das so ein kleiner Furztraktor ist eigentlich, ne, zieht der richtig was weg. Der macht weniger Probleme wie der MB. Was meinst du, warum ich diese Dinger habe? Und einen MB für als Frontladerarbeiter. Ich bin aber überlegen, ob ich mir... Ja, für einen Frontlader ist der hier eigentlich schon fast zu klein. Ich kann nichts wirklich Schweres damit fahren. Ob ich mir nochmal einen großen Frontlader, einen deutschen Frontlader holen. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Einen großen deutschen Frontlader? Nein, so einen kleinen. Also so weißt du? den ich habe, so in etwa, oder noch kleiner. Ja, ungefähr dein 631er war das, gell? Mhm. Ist der fertig? Tatsache, der ist fertig, der 900er. Ich bin auch fertig mit der Welt. Ja, das wissen wir. Das ist kein Geheimnis, mein Freund. Und ich bin fertig. Bock zum Schlafen und nachher noch. Okay. Das Schlimme ist, ich bin immer noch nicht müde. Nicht? Nein! Ja gut, werde ich auch nicht sein, aber so langsam... Diese scheiß Umstellung von Nachtschicht auf Frühschicht. Was meinst du, wie lange das dauert? Ich kenne das aus den Zeiten, 2 Wochen um 6 Uhr anfangen, dann 2 Wochen Nachtschicht fahren, wo ja, du von 22 Uhr anfängst, dann eine Woche um 7 anfangen, dann mal wieder eine Woche Nachtschicht, dann eine Woche 6 Uhr. Richtig behindert. Damit komme ich gar nicht klar. Ich auch nicht. Aber das Problem ist, ich bin jetzt 5 Jahre nur Nachtschicht am Arbeiten. Mhm. So, und das sollst du mal für 1, 2, 3 Wochen in die Frühschicht gehen. Das reißt dich aus deinem Leben. Das hieß das. Das lässt dich, solche Aktionen lassen dich auch richtig altern. Ja, genau aus diesem Grund, wie ich 48, über 48 Stunden machen kann, immer noch nicht können. Normalerweise gibt es bei mir Phasen, wo ich vor LS einpennen. Geht auch nicht. Ich denke mal, da gehören auch die Schmerzen noch dazu. Geht das auch. Er schreibt fertig, der hat gar nichts gemacht, der Hund. Der ist hier in den Graben gefahren und das war's für ihn. Also man muss einmal rumfahren, besser ist das. Anton,
Hau rein. Oh, toll. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es da gefährlich wird, Hamster. Die armen Kinder. Wo wird's gefährlich? Er hat irgendwann, dass er Probleme damit hat, wegen Aufstehen und so, weißt du, Umgewöhnung. Ja. Und ach, da ist es jetzt. Und nur wenn ich demnächst Schulbus fahre, wird es gefährlich. Ja. Wir haben Kinder. Muss ich nicht, Anton? Aber anscheinend kriegt er es ja nicht hin. Er ist in den Graben gefahren. Was er sonst nicht macht, wenn ich hier einmal drumherum fahre. Also ich mach's jetzt eben einfach, weil dann bin ich auf der sicheren Seite. Mach das. Ach, lass mir jetzt so bis rüber. Was tust du denn schon wieder, dass du dir weh tust? Nix. Okay. Ja, die sind auch schön. Da muss ich recht geben. Hamster. Nur musste ich mein Ohrring zwischendurch immer wieder mal drehen. Ich weiß. Ja, Anton, weiß ich, kommst du ja nicht rein. Aber alles gut, ich fahr jetzt einmal rum und peng, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, dann kannst du mir das mal penibels erklären mit dem Helfer hier. Ich brauch den Helfer nicht. Ich mach's alleine. Das sagst du öfter. Was? Den habe ich noch nicht einmal habe ich ihn jetzt benutzt. Und hat er nicht die Arbeit getan, so wie er sollte. Okay. Dass er mittendrin stehen geblieben ist. Ja, also eigentlich bis jetzt, wenn ich ihn benutzt habe und ich bin einmal drum rumgefahren, hat der wirklich tadellos alles gemacht. Ne? Der hat jedes, auf Feld 6, wo da so mehrere kleine Sachen noch waren, so diese Dreiecke, die sich da ergeben haben, die hat er alle weggemacht. Tadellos. Okay. Aber jetzt ist er eben einfach mal eiskalt in den Graben gefahren. Das ist dumm. Deswegen ziehe ich jetzt eben einmal rum und dann weiß ich, dann macht er auch gleich seinen Job wieder ganz gut. Ja, Chris. Ich wette, wenn du dich daran gewöhnt hast mit dem mit der Frühschicht, hast du dann gleich wieder Nachtschicht. Nee, nicht mal das. Ist das ja nur noch die Woche, ne? Wenn's noch besser läuft, sogar 3 Wochen. Drei? Ganze 3 Wochen Urlaub. Der Kollege. Okay. Aber so schnell habe ich mich trotzdem nicht daran gewöhnt. Nö, aber am Ende der 3 Wochen hast du dich dran gewöhnt und dann sollst du wieder nachts arbeiten. Nein. Kannst du vergessen. Echt? Also nach 3 Wochen ist bei mir eigentlich schon so, wenn man wirklich dann regelmäßig immer das hat, dann habe ich mich da schon dran gewöhnt. Dann läuft's bei mir. Bei mir eigentlich auch. Ja, ach, leck mich doch. Nein, danke. Ja, das war jetzt mal Fail. Egal. Stapeln wir sie nochmal neu. So, dann muss ich jetzt mit dem hier fahren, mit dem Ladewagen. Ich hoffe, der packt das. Da bist du aber eigentlich auch. Der hört sich... Der hört sich beim Starten echt an, als wenn dir da gleich alles aus dem Motor rausfällt, ne? Das ist gut, so muss das sein. Nee. Das macht mir Angst und Bange. Nee, hast du bestimmt schon mal Data vorher gehabt. Ja, was los? Beim... New Holland, Häcksler. Wenn der startet... Das ist mal... Da meinst du den Standard-Häcksler? Ja. Der piept auch, glaube ich, vorher einmal, ne? Ja. Genau, piept und dann so rum, rum, rum. Ey, den habe ich, wo habe ich denn den benutzt? Ich glaube, auf der Playstation, Mustang Valley Ranch, habe ich den, glaube ich. Warum höre ich mich immer doppelt? Zimmer. Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil du so laut bist und mein Headset auch schon wieder so ewig laut ist. Ich komme da immer gegen dieses blöde Rad.
Und dann irgendwann wird das immer lauter auf meinen Ohren und ich krieg das gar nicht mehr so wirklich mit. Genau, dieses Rad meinte ich auch, da kann ich nur euch bei mir leiser stellen. Ja genau, die Kopfhörer quasi die Lautstärke der Kopfhörer regulierst du damit. Genau. Ich habe immer auf ganz laut. Ja, haben sie anders geht's ja nicht, oder? Irgendwann braucht man Körperschlaf. Ja. Warum ich keinen brauche, das verstehe ich nicht. Es gibt Leute, die kommen mit wenig Schlaf aus. Wenig? Das ist ja schon bald gar keiner mehr. Ja, okay, aber wenn jetzt 48 Stunden oder länger nicht pennst, dann weiß ich auch noch mal. Dann ist, wenn ich eben irgendwie mein Bett sehen würde, würde ich mich hineinlegen und sofort weg sein. Du hättest vorhin keine Nudeln essen sollen, du hättest mal so ein richtiges Steak machen sollen mit Pommes. Was meinst du, wie du eingeschlafen wärst? Nein. So richtig schön fettig. Nee. Ich habe heute drüben eine Pizzeria gegessen, Nudeln. Ich habe heute nichts gegessen außer Brot. Und das war heute Mittag. Bin heute zu nichts, also ja, was heißt zu nichts gekommen? Ich habe schon eine Menge geschafft, aufnehmen, schneiden, hochladen, mit dem Kind unterwegs gewesen und so weiter, einkaufen, dies, das. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Ja, läuft bei dir, Hamster. Na, ich war, bin erst um 11:30 aufgestanden. Da gab's Chinesisch bei mir an Arbeit. Okay. Dann bin ich um 12 Uhr raus bis um 2, kurz vor 2 sowas. Dann um 3 knappe 2 Stunden gezockt und dann am Stream mitmachen. Janni, was ist denn da los? Streamer? Von deiner Freundin aus oder was? Oh Hesse, ich sehe jetzt erst, was du mir vorhin geschrieben hast. Ja. Ist gut, dass du das jetzt siehst, dass ich geschrieben habe, dass ich es vor 7 Uhr nicht packe. Ja. Na, immerhin ist es so gerecht zu dir. Ja, Hamster, sowas gibt's auch. Ich habe sogar heute einen an Arbeit gesehen. Das war 10:30, der kam um 10 Uhr auf den Hof gefahren und musste quasi warten bis heute Abend, bis die den voll machen. Da war der schon besoffen. Ja, der fährt wahrscheinlich aber heute Abend nicht mehr. Der fährt heute Abend raus. Okay. Wo ich das gesehen habe, Alter, da habe ich deutsches auch Kennzeichen? Das ist ein Deutscher, ich habe mit ihm gesprochen. Ohne Scheiß, bei sowas würde ich mir das Nummernschild aufschreiben und die Bullen rufen. Ja, Jani, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück damit. Und dass du das auch noch überlebst. Ich auch. Was hat er vor? Seine Freundin hat ihn dazu gebracht, dass er Diät macht. Oh. Mit ihr zusammen. Ach so. Aber trotzdem so. Muss man ja auch mal das Beste wünschen. Ja, Diät heißt ja, ne, es gibt ja so viel, es gibt ja mehr Diäten, als du dich fett fressen kannst mittlerweile. Und Diät heißt ja nicht gleich nichts essen. Kannst ja. Ja, das habe ich auch gesagt. Das Wichtigste ist ja, du kannst Diäten machen, wie du willst. Wenn du dich nicht bewegst, dann bringt auch das die beste Diät nichts. Ey, weißt du, was bei mir am besten hilft? Ja. 2 Wochen gar nichts essen. Hilft bei mir auch, aber ein paar Wochen später fängst du wieder an zu essen und du wirst wieder fett. So dieser nee. Jojo-Effekt. Bei mir komischerweise nicht. Deswegen sag ich ja, das hilft komischerweise bei mir.
Also der steht um 12 Uhr aus, ist um 9 Uhr wieder müde abends. Ja, verstehe ich nicht. Ey, das hätte ich auch gern. Ach Hesse, weißt du, was mir gerade einfällt? Okay, Jani, ich weiß Bescheid. Was fällt dir denn ein? Ich kann dir jetzt Silageballen verkaufen, ich weiß den Preis. Echt? Ja, willst du welche haben? Was sollen sie denn kosten? 2,8 der Ballen. Das weiß ich doch schon. Ja. Ist mir zu teuer. Du hast gefragt, was sie kosten sollen. Da musst du mal überlegen, was da für Arbeit dran hängt. Um zum Ballen, ne? Im Moment für zu teuer für mich, weil ich habe selber ein Silo voll mit Silage liegen. Stimmt. Weißt aber nicht genau, wie viel drin ist in deinem Silo, ne? Nee, jetzt aus dem Kopf weiß ich nicht mehr, aber es war schon ein bisschen was. Also war jetzt nicht gerade wenig. Also Gras habe ich ja, glaube ich, erstmal im Moment echt genug. Da habe ich viel gemacht, das ist schon mal nicht schlecht. Dafür, dass ich, weiß ich nicht, einmal die Woche einen Ballen bei meinen Schafen reinschmeiße. Was? Nix, schon gut. Achso, hast du nicht mit mir gesprochen? Nein, Hamster. Achso. Ja, der ist komplett zu dir rüber geswitcht, ne? Ja, ich habe einen MB-Frag. Er hat gesagt, er bleibt da. Achso, okay. Finde ich ja voll korrekt vom. Aber mein rostiger Deutz, wo die Kolben beim Starten rausfliegen, ist doch viel interessanter. Stimmt, das ist der Deutz, genau. Ich finde den geil. Aber irgendwas stimmt doch mit meinem Helfer schon wieder nicht. Warum? Sagt er, ist fertig? Nee, da steht aktiv. Er fährt auch gerade ganz langsam. Aber immer noch 44% Sojabohnen. Und als ich da ausgestiegen bin, war ich glaube ich bei 45 oder 47%. Danke, Unbekannter. Chris? Hm? Wer ist das? Weiß ich nicht. Ein Kollege von mir. Er will nicht per Namen genannt werden. Okay. Warum? Ist schon okay. Aber er sieht. Janni, du bist 1,83. Und wiegt 75 Kilo wahrscheinlich. Nee, 64. Was? 64. Und soll eine Diät machen. Ja, aber in deinen Videos kommst du mir übelst klein vor. Zumindest sieht das so aus. Oder kommt mir das nur so vor? Ja, Kamera täuscht ganz oft, ne? Übelst. Hi, ein unbekannter Nutzer. Jetzt ist er hier. Und der Hamster, ui! Er ist zurück. Nee, ich glaube nicht ganz. Nicht ganz, wahrscheinlich guckt er sich jetzt beide an. Glaube ich eher. Abo ist da und Like. Ja, ich danke dir, ein unbekannter Nutzer. Wird dann wahrscheinlich auch nicht angezeigt? Jo. Nein, wird nicht. Nee. Den habe ich auch noch, den Bierbau. Ich wollte mir auch die ganze Zeit schon ein Bier geholt haben. Ich brauche eh was zu trinken.
Naja, ich will einen hinhaben. Na, guck mal, was, du willst einen Bierbauch haben? Was? Hast du gerade gesagt, du willst einen Bierbauch haben? Ein bisschen Speck auf der Rippen. Ach so. Okay. Ja gut, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. So. Sollte auch nicht nur die Maschine anschalten, auch den Pickup senken. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Hamster, ich glaub's dir. Gerne. Wer ja nie. So, da bin ich wieder. Das ging aber schnell. So. Ja, Kühltrank ist bald fast nebenan, ja. Flop. Und Brust. Brust. Alles weg, auch gut. So. So, jetzt nochmal schnell mit der Spritze hier drüber fliegen. Ach, Janni, du meinst doch bestimmt mich, oder? Wie groß ich bin. Ich schätze mal, du bist so um Anfang 1,70 so rum. Mhm. Genau. 1,92. Wie er lügt. Ich bin 1,92. Dann gib mal 10 cm ab, dann sind wir gleich groß. Okay. Reicht es auch, wenn ich von meiner Hand 10 cm abschneide? Was soll ich denn mit deiner Hand? Ist mir egal, aber der halbe Arm... Soll ich mir die auf den Kopf kleben? Habe ich eine dritte Hand oder was? Kannst du machen. Mach ich mir eine Mütze draus. Nee, Janni, da fehlt nicht mehr viel. Da hast du recht. Mal gucken, ob wir aus dem Parkhaus bald vielleicht mal ein, zwei Silageball machen. Ich kann dir auch welche verkaufen. Obwohl, nämlich Futter müsste voll sein. Ach, Michelle ist auch da. Die war vorhin schon mal da, ne? Ja. Hi. Janik, ich kenne dich noch. Wer hat denn diesen Ballenwickler da so doof hingestellt? Du. Nee, das war der Betrag. Ja, habe ich auch. Janik, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Wolltet ihr nicht schon seit 7 Minuten ausmachen? Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Ich kann nicht. Ja, wie lange brauchst du noch? Na, so lange, bis mein Helfer da auf dem Feld fertig ist. Als ich das gesagt habe, bin ich davon ausgegangen, dass der da am Arbeiten ist und nicht, dass er da chillt im Graben. Weil ich müsste jetzt eigentlich nur noch mit der Spritze über die Wiese, dann wäre ich fertig. Aber dann schaffe ich es jetzt auch noch, die Ballen mir abzuholen, bis der da durch ist. Aber lange dauert es nicht mehr. Ja, die kommen erstmal an den Schlucker.
ich wäre für den da. Ich glaube, ich behalte den Deutz. Ich verkaufe den nicht wieder. Das ist genau der richtige Schlepper, den ich für mein getrocknetes Weizen brauche. Nein, ich kann kenne Janni nicht privat. Ich weiß nur, dass er nicht weit, dass wir nicht weit auseinander wohnen. Ja, Michelle, ich glaube, du bist die kleinste gerade in der Gruppe. Mit 1,66. Ja, doch in dem Fall. Gibt doch echt eine Gruppe, wo du Fotos und das reinschicken kannst. Hamster. Wovon will er Fotos posten? Da kannst du alles mögliche Zeug reinmachen. Oder zwei. Ja, wir lassen das. Achtung, ich kaufe. Hast du schon? Jetzt gerade. Adriano ist nur 1,58. Was hast du dir schon gekauft? Ein Traktor. Noch ein? Ja. Wie viel hast du jetzt? 5, 6? Ja, ungefähr. Läuft bei dir? Nee, wir nehmen den großen. Ich weiß nicht, ob du keine dran hast. So. Den wollten wir auch noch haben. Das aus. Moin Matthias. Moin. Okay, da passt doch der Kleine dran. Naja, es geht so, Matthias. Jetzt auch hier wieder alles an. Mist, mir fällt da gerade auf, ich habe Scheiße gebaut. Scheiße hast du gebaut? Ja, ich habe auf 48 ja gestern Sojabohnen angesät und auf 49 heute den Mais. Verrückt. Ich komme an meine Sojabohnen nicht ran, bevor der Mais dann nicht wieder runter ist dann. Gut so. Nee, eigentlich nicht. Helfer H wird blockiert. Ist das deiner oder meiner? Ich habe keinen Helfer. Oh Mist. Habe ich das schon mal gesagt? Warum geht's dir, scheiße, Matthias? So, jetzt machen wir erstmal Sachen zuordnen. Warum machst du sowas, Matthias? Das geht doch nicht. Sowas tut doch weh. Ja, wenn, dann schick's einfach rein. So, nehmen wir den mal mit. Was hast du denn, Unbekannter? So. Aber lange dauert es mit dem Feld nicht mehr. Na, da hast du nur Glück gehabt. Der Kopfweh, das geht noch. Das Schlimme ist, ich habe nicht mal Kopfschmerzen, obwohl ich so lange wach bin, gell?
Also fühlt sich wahrscheinlich morgen, wenn du aufstehst, als wenn du gesoffen hättest. So geht's mir, wenn ich zu lange wach war. Mir nicht. Dann bist du nicht normal. Das letzte Bier habe ich gestern, also heute früh um 4 Uhr getrunken. Ist mir eingefallen, ich musste 2 Stunden auf Arbeit. Ungewohnt, ne? Ja. Ja, läuft, Hamster. Alter, wenn das mit Montag nicht besser ist, gehe ich Montag zum Arzt. Ich würde da wahrscheinlich gar nicht so lange warten. Oder ich gucke morgen rein. Morgen nach der Arbeit. Aber ich will nicht in der Frühschicht krank machen. Die Arbeit ist irgendwie geil. Ja, du bist dein eigener Chef. Kannst dir die Arbeit, die da ist, einteilen, wie du willst. Kannst rauchen gehen, wann du willst. Oh, jetzt hat er Mist aufgenommen, das Dreckding. Kannst machen. Und hast deine Zeit für dich, weißt du? Du bist wirklich den ganzen Tag alleine. Okay. Dich schreit keiner an. Die Weiber aus dem Büro rufen dich, wenn's Essen da ist. Das hat sich aber heute angehört, wo ich draußen, da war ich draußen, weißt, hab ein bisschen was gemacht. Und auf einmal über Funke haben sie gerufen, dass Essen da ist. Essen ist fertig. Habe ich nur gemeint, das hört sich an wie bei Mutter daheim. Aber gut versorgt, ist doch schön. Ja, haben wir auch beim Chinesen bestellt. Was gab's? Einmal lang durch die Bank oder was? Hier wollte ich erst. Ich konnte mich erst nicht entscheiden. Ich esse eigentlich fast entweder nur noch Bratnudeln oder Bratreis. Beim Chinesen. Ja, das mache ich auch. Ich hab, weiß nicht, Chinesisch, Alter, irgendwie wollen immer alle so viel Chinesisch essen. Mir hängt das so zum Hals raus. Aber ich sag mal halt so, gerade Bratreis, der geht eigentlich immer. Nee, Reis nicht unbedingt. Hamster, der haut mich nicht aus den Socken. Ich kann ja auch gleich sagen, warum. Er ist heute erst an mir vorbeigefahren. Wer? Ein MB-Truck. Ach so. Auch mit Forstausstattung komplett. Ah, ja, da. Ich finde das ein Pass auf uns. Danke. Endlich habe ich meinen Roboter da. Hm? Hast du Nelly geholt, oder was? Ja. Fauler Hund. Nee, das Gras backt als unter den Kutbrook. Ach so. Und zählt immer noch unter dreckig. Nachteil ist, jetzt muss er erst warten, bis sie so weit sind. Das sieht's eigentlich völlig gut. Da war doch auch mal was. Genau, Stroh. Alles klar. Wie sah es bei den anderen aus? Wir haben ja gestern uns über das Lenkrad unterhalten, ne? Meins hat auch Spiel, merke ich gerade. Aber genau diese 2 Finger breit, wo man immer sagt, auch beim Auto und so. Ich glaube, das muss ich dann nochmal umtauschen.
Da hast du ja Mühe gegeben, meine Ballen hier hinzulegen. Ja, ich weiß, danke. Ja, bitte. Freunde Vogel. Julian, ich habe dir selber gesagt, dass ich, dass du dich melden kannst ab 4 oder halb 4. Ja, das hat auch wieder funktioniert hier. So, und ich bin um, wann sind wir live gegangen, um 6? Ja, kurz vor 6 war es, glaube ich. Ja, wir sind um 6 Uhr live gegangen. Und ich war die ganze Zeit online. Stroh wollte ich doch, Mann. Mal gucken, wie er seine Ballen holt. Ja, wie hast du die denn da hingelegt? Na, per Hand. Wenn du mir die ja so wie so einen Pfosten hinlegst, ich guck mal, wie ich deine gestern da hingestellt habe. Ja, mit der Hand. So, und ich benutze die Hand ja nicht. Ich hab die gestern nicht mit der Hand da so hingestellt. Ja, ja. Tschüss. Der Kabel ist viel zu groß für den Schlepper. Na, das passt schon. Das muss so. Oh, guck mal, da ist der Rudi. Ich hab noch ein Lecky auf Tasche. Wo ist Rudi? Ja, ja. Schön mit Anlauf. Wieso hast du einen Hund und ich nicht? Das ist mein Rudi. Wenn ich jetzt schon so sage, Rudi. Ein Rudi muss arbeiten, den habe ich heute geärgert. Dem habe ich immer einen Stapler schön leer gefahren und hingestellt. Und wo kriegst du keine Silage hin? Nicht hier. Ah, unten bei dem anderen, ne? Ja. Aber hast du den gerade gekauft? Ja. Der ist ja genauso rostig wie meiner. Ja. Ich wollte ihn ja auch. Ist das ab Werk so? Ich wollte ihn so haben wie du. Ach so. Ja, eigentlich hast du einen geilen Hof hier oben, ne? Ja, habe ich. Nervige, Miau Miau. Ich will jetzt nicht den Namen sagen, wie es ausgesprochen wird. Sonst habe ich sie wieder hier. Ach so. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Das Mieze-Ding. Ja, genau das. Was? Ich muss ausmachen. Ich schreib dir nachher. Musst du Handy gleich weggeben oder was? Okay. Auf jeden Aber Fall. Kannst du ja? Trotzdem schreiben. Okay. Ich schreib dir dann noch mal was. Okay. Dann gute Nacht und wir hören uns morgen, ja? Gute Nacht. Nacht. Schlaft schön. Wow. Ich überleg's mir. Warte mal, war das jetzt unten auf Spur? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber immer in diesem Hänger drin. Nee, war heu. Alles klar. Nimm mal das Heu da hinten raus. So. Schöner. Könnt ihr mir immer Müdigkeit abgeben, Alter? Das kotzt einen an. Witze haben? Aber dann kann ich nicht schlafen, das ist auch doof. Was war denn das? Jetzt hast du irgendwas gekauft? Nein. Dann hat's jetzt gespeichert anscheinend. Ja. Alles klar, mach's gut.
Okay, und wohin? Genau. Der hat ja ohne IC-Steuerung. Ja, deswegen mag ich die Dinger ja so. Prozent haben wir gleich für Gerd. Wow. Okay. Was passiert, wenn du an dem Hebel ziehst? Rechts neben dir. Hebel? Das auf den Hebeln und Schaltern ist ein Punkt. Ja, das Bronzhydraulik öffnen und schließen. Muss man das benutzen? Ja, wenn du Frontlader hast, solltest du sie zu haben. Okay. Ja, dann schlaf. Gut. Und bis morgen, bis die Tage mal. Oh. Geil. Okay. Geil. Hab's gesehen, was es ist. Mhm. Geile ja. Sache. Ich mach mir jetzt immer Zigarettchen. So, mein Lager ist wieder voll. Bei mir dauert... Wow, 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 wow. What the hell? Was los hat mit Server? Da läuft das sonst immer so 1A. Alles klar, du Karnickel. Lass es schmecken. Können ja nachher nochmal schreiben, falls ich nicht schlafen kann und du noch kannst. Ich weiß auch nicht, ich mag diese Art an Schleppern einfach. Ich finde die auch gut, deswegen habe ich sie mir auch zum Beispiel auch auf meine Supersusum gebastelt. Nee, ich mag die auch in Real Life, die Dinger. Achso. Ich weiß nicht, die haben irgendwas. Ja gut, Deutsch war ich eh schon immer. Hamster, warum machst du alles kaputt? Hat er einen PC kaputt gemacht, das ist voll abgeschmiert, das Ding. Mm. Aber normalerweise, wenn es abgeschmiert ist, musst du alles laufen. Wenn du den PC abschmierst, dann läuft das nicht mehr, das ist korrekt. Habe ich mal gehört. Nee. Also, wenn du Sachen abschmierst, läuft es eigentlich besser. Ja, aber nicht Elektronikteile. Die vertragen das nicht so gut. Es kommt drauf an, was du mit was du abschmierst. Wasser solltest du meiden. Ja, Fett auch. Das leitet nämlich auch. Ja, leitet auch. Deswegen sage ich ja, kommt drauf an, mit was du abschmierst. Sofern man das Zeug dann aus dem Keller holt. Ja, Hauptsache, man schmiert nicht mit einem ungeöffneten Fallschirm ab. Ja. Ist alter PC, der schmiert immer ab. Hat er gemeint. Ach so, ja, dann ist okay. Das darf er, das ist alter Schwäche. Hamster, ich hätte einen noch älteren bestimmt für dich. Den kannst du haben, dann gibst du mir deinen. Aber der schmiert nicht ab. Ach, hier den, den du jetzt nebenbei noch hast? Ja, mein Möchtegern-Render-PC, der nicht rendern kann. Ach so, das Ding. Ja. Das richtige Krüppelteil. Schmiermittel aus eigener Produktion. Ach so, ja, das verklebt die Lüfter und so. Das ist nicht gut. Ja, das kommt nicht auf Dauer gut an. Ah, die Anni. Hi, wie geht's dir? Alles fit bei dir?
Der Maxi ist auch wieder am Stissel. Und du willst jetzt aufhören? Also ich wäre jetzt fertig auch übrigens, ne? Jawohl, er ist auch da. Er läuft bei euch, läuft. Das sind ja die ganzen Chaoten von gestern, vom Nachtstream auch wieder am Start. Hast du heute Nacht nochmal gestreamt? Nein, ich nicht. Jemand anders, da war ich mit dem Stream dabei. Ach so. Daher kommen der Maxi und die Anni. Mhm. Ja, da hast du recht, Anni, da hast du recht. So, ich gucke mal, wie es meinen Schafen geht. Wow, wow, wow. Nicht ganz so sauber ganz auf jeden ruhig. Fall. Der Schwabi. Hesse, kaufst du auch Gülle ab? Da müssen wir mal ein Lager mit reinnehmen, dann würde ich es auch nehmen. Was hast du? Okay. Wie viel hast du? Jörn Kott, hi. Schwabe, ich fahre immer mit Lenkrad. Immer. Ich habe gerade knapp, also fast 12.000 Liter. 1,5 Hänger. Mhm. Ey, ich brauche dringend Schweinefutter. Oh, oh. Wo ist denn der André? Der schreibt gar nicht. Also ist er gar nicht da. Erst wenn er hier schreibt, dann ist er da. Finde ich jetzt aber interessant, dass er meinen Strohballen nicht annimmt. Passt der rein von der Kapazität her? Ich gucke nochmal. Ah, nee. Nicht ganz. 4028 sind noch drin. Also 28 müssen noch raus. Außerdem fahre ich nicht wie ein Hänger. Ich fahre wie ein Hesse. Ich brauche ganz dringend Schweinefutter, ich brauche Kartoffeln, scheiße. Als ob du das machst. Als ob. Ja, nee, ist klar, der streamt einfach meinen Stream, der Fisch. Darf er das? Er ja. Er ja. Dann ist ja gut. Jörn, was wolltest du denn schreiben? Weil ich sehe irgendwie nur SR 3 Sternchen. Ist auch einfacher, wenn jemand anders streamen tut und du einfach den upstreamst, gell? Ist schon klar. Na sowieso. So kann man das natürlich auch machen. Jo, mach's gut, Anni. Irgendwas wollte ich jetzt machen. Wo geht denn das Tor wieder zu hier? Aha, hier. Ja, Schwabe, google mal. Komm, im Stream drinne. Damit wir wieder alles sehen. Stellen wir jetzt hier mit der vor der Hänger. So. Ja, ich bin durch. Ich habe alles erledigt. Du bist durch. Ja. Du bist durch. Ich bin auch durch. Mit meinen Nerven. Gut.
Dann habe ich Achso, jetzt weiß ich. was denn? Ich wollte eigentlich schon ein Fass Gülle holen. Hätte ich schon auf die Wiese hauen können. Ach so. Was habe ich denn eigentlich am Gülle drin? Achso, ich meine ja hier nicht. Du musst, Hab kannst ja nur ich übers Menü eigentlich gucken. noch? Was willst du Da eigentlich muss für ich Gülle hin. haben? Was ich für Gülle haben will? Ein Tausender Mist waren 50. Du kannst ja Fragen stellen. Ich weiß, dass ich Fragen stellen kann. Ach, hier war das, wo Stroh gefehlt hat. Okay. Hat man, ja. Ah, komm, wir probieren, ob wir noch einen reinkriegen. Wenn es reingeht, ist gut. Wenn nicht, dann nicht. Passt. So. Bisschen groß, ne? Keine Ahnung. Ich habe nicht ans Fenster angepasst. Wie ist das denn? Irgendwie nicht so. Gucken wir mal, was der Hessen Gamer so macht gerade. Nee, ich will wissen, was du für Gülle haben willst. Kann ich dir nicht sagen, Warum? weil ich den Preis nicht habe dafür. Haben wir für Mist auch nicht gehabt. Den hast du dir rausgesucht. Den Ja, hast du einfach. wahrscheinlich ein Den hast. richtig. Du hast gesagt, dafür kriegt man nicht viel. Wahrscheinlich kostet das richtig Asche. Nein, kriegst du es. Mist ist Abfallprodukt. Dafür kriegt man nicht viel. Ich habe dir da, damals gesagt, zwischen 5, 50 und 100. Bei Gülle weiß ich nicht aus dem Kopf. Okay. Bei Mist wusste ich es, weil ich es einmal verkauft habe und nicht viel gekriegt habe. Ja, können wir morgen mal drüber reden. Ich überlege mir das. Heißt es 16 Ballen drin und es werden gerade mal zwei angezeigt. 17 Ballen Stroh und es werden drei angezeigt. Passen ja nur 999 rein. Gut. Beendet oder was? Was? Nee, Stream läuft noch. Er leckt wieder. Ja, ich lecke ein bisschen rum. Gleich nochmal. Hast du den Stream schon beendet? Nein, der läuft noch. Ach so. Ach, deine Ballen liegen da ja auf der Wiese rum. Willst du die nicht So. einsammeln? Nö. Ich werde jetzt auch den Stream beenden. Weil es mit meinem Arm eh nicht mehr geht. Also besage ich danke für die Abos und die Likes und dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns die Tage bestimmt nochmal. Ob es morgen jetzt was wird, weiß ich bei mir von der Seite her noch nicht. Ja, Muss mal wahrscheinlich gucken, nicht. Mein wie es meinem Tagpause ist auch Arm nicht geht. schlecht. Wir haben gestern und heute. Ja, mal gucken, wie es meinem Arm geht. Ja. Oh, der ist knüppelheiß. Gut, ich sag auch mal danke an alle Zuschauer für die Likes, für die Abos und für die netten und lustigen Kommentare in dem Chat. Ja, die waren auf jeden Fall gut. Ja. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Ich würde mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Max, ich komme dann vielleicht auch. Max, ich komme dann vielleicht auch noch mal kurz. Ja. Und Hamster, danke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Und Grüße an Hamster gehen nochmal besonders raus. Ja, dann sehen wir Alles uns beim denn? nächsten Mal. Ich wünsche noch einen schönen, erholsamen guten Abend. Ciao, ciao. Tschö.